Ah, hier ist auch Parking. Das heißt, ich kann den erstmal hier abstellen. Und dann kann ich den nächsten Mal fahren. Der Glände ist auch super. Machen wir den Glände erstmal. Awesome. Mm-hmm. Ich bin die ganze Zeit hier am Abgrooven, Alter. Das ist richtig krass. Die Playlist ist aber auch echt perfekt, ey. So, und dann müssen wir noch den anderen holen. Da muss ich mir gleich mal anschauen, wo ich die nächste Garage hier bei mir habe. Normalerweise sind bei den ganzen Penthouses hier noch Garagen. Hier vielleicht irgendwo. Ah, da vorne ist einer. Hier würde ich doch gleich mal den hier einpacken. Ah ja, perfekt. Direkt am Laden. So, und der letzte ist der Pegel. Wo steht er jetzt? Baby. Oh.
ihr seht schon ein bisschen ausgefallenere Fahrzeuge. Nicht so jetzt der Superschlitten, Supersportler kam, sondern eher so ein bisschen retro angelehnt. Finde ich sehr, sehr angenehm. Passt auch sehr schön in die Geschichte. Yes. So. Ja. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie hier der Sachstand ist. Also ich glaube, ich habe hier ein Lager. Okay, dann habe ich... Hier anmelden, abmelden. Ist abgeschlossen. Ich glaube, hier ist jetzt meine Kaufen von der von den Uhren. Ja. Ich kann sozusagen hier die Uhren kaufen. Und ab sofort kann niemand auf diesem Server mehr Schmuck kaufen, außer er kommt zu mir. Ich glaube, das hier, das ist noch nicht fertig. Ich will natürlich jetzt nichts kaputt machen, aber das ist nur eine Vorschau. Hier kannst du, nee, das ist noch nicht fertig, glaube ich. Nee, kannst du noch nicht. Aber hier hast du eine Vorschau. Das kannst du dann nicht mehr, das kannst du dann nicht mehr benutzen. Zusätzlich dazu mache ich noch ganz anderen abgefahrenen Scheiß, Chat. Und jetzt kommt der eigentliche Scheiß. This is nothing new. Aber was fucking Neues ist, dass wir jetzt so einen Scheiß herstellen. Was ist das? Was ist das? Was ist das?
Was ist das? Was ist das? Look at this shit, Digga. Was ich hier habe. What the fuck? Die ganzen Rezepte für die Waffen und den ganzen Scheiß hier oben, das wird alles an Gangs ausgesourced. Das geht, das hier oben geht alles an Gangs raus, die mit uns zusammenarbeiten. Und ja, da steht C4. Das ist aktuell in meiner Fraktionsübersicht, weil ich die ja innehabe. Und das ist auch only the beginning, Alter. Weil so ein Waffenunterbau kostet schon mal ein bisschen was, wie man sieht. Oder ein Magazin. Ja. Was ich allerdings, das ist mehr so illegaler Scheiß. Der wird halt, den mache ich nicht, sondern den habe ich nur inne, damit ich den weitergeben kann. Versteht ihr? Was ich allerdings mache, sind so Goldarbeiten. Das heißt, ich arbeite Siegelringe und so aus. Mit Platinsplittern und Goldnuggets und da Diamanten. Oder ich mache die Totenkopfmünzen mit Goldnuggets. Und diese ganzen Sachen findest du jetzt auf unterschiedlichen, herausgearbeiteten Sammelstellen auf den Schrottplätzen. Das heißt, wir haben einfach die Schrottplätze getrennt. Und du findest jetzt, ich sag nicht an welchen was, aber du findest jetzt überall Shit und kannst den mal herstellen. Ja. Und hier sieht man vielleicht auch schon so eine ganz kleine Sache, die da noch, an der noch weitergearbeitet wird. Aber dazu mehr später. Wenn's da ist, ist es da. So. Damit haben alle Farmer, sämtliche Leute, die im Farming-Business arbeiten, in ganz neuen Bereichen unterwegs. Und es gibt gewisse Items, bei denen man natürlich erstmal herausfinden muss, was wo wie gemacht wird. Ich bin Ansprechpartner mit meinem RP-Beruf hier, für die ganzen Goldsachen natürlich, ne? Und zusammen mit den Ortegas regulieren wir den Waffenmarkt. Komplett. Und ihr könnt euch vielleicht an die ganz unschuldige Frage erinnern, ob jemand da draußen den Eindruck hat, dass die Gangs zu viel Geld haben. Und die Antwort ist, ja, Motherfucker, haben sie. Deswegen kriegst du keine Waffe bei uns gegen Geld. Keine verfickt einzelne. Das Einzige, was du bei uns machen kannst, ist diese Babys hier benutzen. Aber diese Babys hier, die musst du dir erstmal arbeiten. Perfekter. So. Cool. Ja, und ich muss jetzt sozusagen an Leute kommen, die meine die mir Gold besorgen tatsächlich. Ja. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ich muss an Leute kommen, die hier mitarbeiten, vielleicht Sicherheitspersonal oder
Leute, die in dem Schmuckladen hier arbeiten, das ist alles meine Aufgabe jetzt. Aber erstmal muss ich ganz kurz eine Animation austauschen. Tablet will ich nehmen. So. Ne? Wir haben dem... Also mit diesem Charakter haben wir nicht einem Streamer einen Charakter gegeben, also mir in diesem Fall. Mit diesem Charakter haben wir hoffentlich schön viel RP-Tiefe gegeben für Möglichkeiten für Gang-Kartelle, Gang-Strukturen, waffenorientierte Strukturen. Und glaubt mir, ich werde da natürlich ein Auge drauf haben, aber waffentechnisch ist nichts unmöglich. Durch diese Münzen können wir das aber so heftig regulieren, dass die auch tatsächlich etwas haben, nach dem sie streben. Richtig streben können. Ja? Weil du kannst nicht mehr mit Geld irgendwas haben. Das interessiert hier keinen Schwanz. Wir sind alle reich. Geld spielt hier keine Rolle. Ja? Und diese Münzen, wie man die verdient und was man macht, das wird sich zeigen. So. Cool. Hey. Sir, how can I help you? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern so ein hübsches Armband. Sie hätten gern ein Armband? Habe ich das richtig verstanden, right? Ja, dann sind sie genau richtig bei Jordan's Jewelry. We just opened up. Sir, what kind of bracelet do you want? You want a watch? Or something special? Nein, mehr so was Dekoratives. Vielleicht ein Lederarmband oder ein Nieten. Decorative. Fahrradkettenarmband oder so. Ah. Nicht so teures. I see. Okay. So, what's your name? Chuck ist mein Name. Chuck. Mr. Chuck. Chomsky. Chuck. Ja. Pleasure to meet you. My name is Jordan. And you're in Jordan's Jewelry. But ja, hört mich, Mr. Jordan. Listen to me. Ja. Currently, we are working. Wir arbeiten an der Eröffnung offiziell, right? Und ich würde Sie um erstmal Entschuldigung bitten, dass ich Sie nicht direkt hier mit den vorzüglichsten Köstlichkeiten, was Schmuck angeht, auszustatten kann, aber Sie müssen sich noch etwas gedulden, right? Aber ich denke, es wird alles einen richtigen Ort und ein richtiges Time geben. Halten Sie eigentlich Ihre Augen auf die liebe Jeanette, right? Okay. Is it something for you, right? Yes. Awesome. Chuck. Awesome. Ja. Yes. Das klingt ja großartig. Awesome. Dann halte ich meine Augen offen. Yeah, just keep the eyes open. Chuck. Jordan Zulery. Yeah. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg für die Geschäfte. See you later, man. Okay, schönen Abend, Mr. Jordan. See you. Der Brecher. Smith. Okay, ich muss jetzt in die Dings rein und mir mal die Passwörter holen. Er wurde gesmifft und er hat nicht meine Schelle bekommen. Bekommen die Cops auch neue Waffen? Ich kann das weder bestätigen noch dementieren. So. Jordan. Oh Gott. Jordan. Uff.
Habe ich falsch geschrieben. Ja, vielleicht Passwort falsch gemacht. Ha. Huh. Tja, ich komme nicht rein. Da muss mir jemand mal den Account zurücksetzen, glaube ich. Ich frage mal schnell. Was ist er denn? Ah, warte mal. Da gibt es doch so ein Liberty Backsetting Tool, oder? Warte mal. Erstmal versuche ich das über den. Ich kann auch hier Hilfe. Aha! Warte mal. Kick mal einen an. Ah, hier. Username ist Jordan. Und da ist das Passwort. Digga, es läuft. Das haben die eingerichtet, damit ich nicht den Projektleiter schreibe. Das hätte er natürlich nicht gewusst. Aber das habe ich natürlich nicht gewusst, darum habe ich den Projektleiter vorher geschrieben. Nun. Okay. Jordan. Perfekt. Sweet. Warte mal, wir müssen jetzt hier ein bisschen was machen. Einstellungen. Sicherheit. Passwort. Ah. Sweet. Okay, Profil. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, ich kriege noch eine Dingsseite. Kann ich eine Dings erstellen? Was kann ich denn hier erstellen? Album, Event, Seite. Neue Seite. Jordans Jewelry. Oh Gott, Digga, wie wird Jewelry geschrieben? So? Nee. So? 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 Mein Gott, Digga. Ach so, ich habe ein Dings vergessen. Bitte hier erneut den Seitentitel eintragen ohne Leerzeichen. Ach so. Ich habe eine zu viel. So? Alright. Jordans. Digga, ihr seid euch auch nicht einig jetzt, Mann. Ihr könnt mich mal. Ich google das jetzt selbst, ihr kleinen. Das ist richtig. Ihr Schweine. Ihr habt mich versucht, in das Licht zu führen. Wirtschaft und Handel. Okay. Nee, ich glaube, schreibe ich es in Englisch? Ja, ich mache es in Englisch.
So. Scheiße, da fehlt wirklich, glaube ich, noch ein L. Bruder, da steht, das E ist wirklich da. Das wird so geschrieben. What the fuck? So. Warte, weißt du, was wir machen? Wir machen den Gangshit. John's Jewels. Was ist mit dem Gangscheiß? How about Jordan Jewels? Jordan's Jewels. Huh? Du bist doch Tarnung, oder? Ja, nur weil da Jordan Jewels steht, heißt das nicht, dass ich Waffen verkaufe, Digga. Jordan's Jewels. So. Aber hier unten schreibe ich es aus. Jordan's Jewelry is the perfect place für einige ausgewählte Schmuckstücke, Motherfucker. Nee, ich mach das, ich schreibe das hier unten in Deutsch. Jordan's Jewelry ist der perfekte Ort für einige ausgewählte Schmuckstücke. Erstellen. Alright. Jordan's Jewels. Bearbeiten. Ah, du kannst den noch ändern. Cool. Was haben wir denn hier? Seiteninformationen. Ist. Social Links. Okay, habe ich nicht. Profilbild, Titelbild. Ah, okay. Design. The fuck? Achso, da kann ich ein Profil Dings von mir hochladen. Admin, Seitenanalyse, Seite löschen. Halbe Leak? Ja, da war noch mein Profilbild von Twitter. Okay. Wo habe ich denn jetzt meine Seite? Ich habe die doch gespeichert. Meine Seiten? Ah, hier. Passwort habe ich schon geändert, ja. Aber ich muss erstmal mein Profil hochladen. Okay. Okay, das heißt, du machst keinen Account selber, sondern du bist so, ich mach diesen hier. Perfekt, Digga. Awesome. Oh. Das muss ich mir gleich mal speichern.
Jetzt noch der Lächelnfilter drüber. Wie mache ich denn diesen Lächelnfilter drüber? Face-App? Ach, muss ich mir eine Handy-App machen? Was? Habe ich ja noch nie gemacht. Warte mal. Ah, hier. Face-App Foto, AI-Fotobearbeitung oder was? Okay, alright. Okay. So, warte mal, muss ich denn die... Kreieren Sie den perfekten Look, Digga. Ich bin ja voll boomermäßig unterwegs. So. Okay. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich das Bild denn hier rüber? Muss ich das hier rüberziehen oder? Ich werde das doch jetzt nicht abfotografieren wie der letzte Noob, oder? Nee, ich muss ich rüberziehen. Ja, ich mähe es mir einfach selbst. Perfekt. Okay. So. Ah ja, genau. Entwürfe. Okay. Jetzt kann ich da reingehen. Galerie. So, wait a minute. Lächeln. Was? Lol. Oh nein, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Wartet. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es noch mehr. Warte mal, fuck. Das wollte ich gar nicht. Eindruck.
Dieser Filter ist ja vollkommen verrückt. Cool. Okay, Voreinstellung. Dandy. What the fuck? Okay. Also, ich könnte... Ach du Scheiße, Digga. Alter. Ich gehe mal in ein anderes rein. Oh, das ist ja großartig. Alter, ich kann ihn auch aussehen lassen wie mich. Ist ja great. Also ich muss sagen, ich finde Dandy am besten. Dandy ist ja irre. Dandy ist ja fucking irre, Alter. Der sieht überhaupt nicht mehr aus wie mein... Der sieht überhaupt nicht mehr aus wie mein Dings. Ich speichere jetzt ein paar. Kann ich da mehrere von speichern? Erstmal wende ich das an. Speichern. Okay. Okay. Schreiben. Hier, Chat, wartet, ich zeige euch das. Hier. Geil. Wartet. Look at this one, Alter. Nee. Ist ja great. Alter, jetzt fick mich doch jetzt nicht. Warum ist er denn jetzt so abartig, dass ich den Scheiß hier nicht rauskopieren kann? Willst du mich verarschen? Der will mich halt einfach gerade Lachs hops nehmen hier. Hä? Das ist sicherer als NFTs, Alter. Ich will das doch nicht screenshotten hier raus. Willst du mich verarschen? Ich mach doch keinen Screenshot vom Screenshot. Gut, mache ich einen Screenshot vom Screenshot, Alter. Das ist weird.
Okay, alright. Wenn das so funktionieren muss, dann funktioniert das so. Ich meine, NFTs haben uns gesagt, es geht so. Chat. This is. Oder? Das ist, ich möchte ganz kurz das Original und die fertige, perfekte Version zeigen. Das ist das Original und das ist perfekt. Original. Perfection. Geil, Digga. So, und so werden wir das hier direkt mal einbauen. Wartet, Chat, wartet. Perfekt. Das ist wirklich Perfection. So, und jetzt muss ich noch einen. Muss ich irgendwie noch so ein Ladenbild machen oder so? Muss ich mal gucken. Kriegen wir das hier irgendwie. Hier ist ja auch noch nichts dran. Vielleicht kommt noch was dran. Irgendwie so ein bisschen, dass es von außen ein bisschen schöner wird. Ansonsten mache ich hier erstmal ein Ladenbild. So ist schön. Na, warte. Sweet. Okay. Nee, die Mitarbeiterin kommt ja raus. Da kommt ja so ein Bildschirm hin oder so. Das heißt, das ist noch nicht so. Nicht so gut. So. Okay. Meine Seite. Jules. Profil und Titelbild. Also, Titelbild würde ich das machen von eben gerade. Oh. Perfekt. Schon einfach Perfection, Alter. Und Profilbild nehme ich das, was ich eben gerade hatte. Ja. Speichern. Ich hoffe, ich spamme jetzt hier nichts voll. Okay, sehr gut.
Okay. Cool. Jordans Jewels. Seiteninformation habe ich schon. Warte mal, haben wir einen. Habe ich eine Leitstelle? Weiß ich nicht. Unternehmen. Ich muss einen Gewerbeschein holen. Design. Das verstehe ich noch nicht ganz. Verifizierung anfordern. Speichern. Okay. Also. Zukünftig ist es dann so, dass du, wenn du reinkommst, du dir das alles angucken kannst und hast dann hier so eine Art, also da, wo sie steht, ist dann so eine Art Overview. Normalerweise, hier ist jetzt natürlich ein Shop, aber du kriegst dann hier die Möglichkeit, dir alles anzugucken, weil das kann ich schlecht im RP machen. So, du guckst dir halt die Uhr an, die dir gefällt, dann sagst du mir, was das ist und ich sag dir dann dafür, was du bezahlen musst dafür. Ja? Und so kommt das halt mehr oder weniger in das RP rein. Zusätzlich kannst du dann mit Diamanten, mit Platinsplittern und Goldnuggets kannst du hier reinkommen und ich kann dir das abkaufen. Ja, so. Und dann, wenn ich genug Goldnuggets habe, stelle ich über meine Herstellung der Fraktion die Totenkopfmünzen her oder individuelle Siegelringe für besondere Leute. Oder Eheringe. Das kann ich auch. Kann man durchs Fenster reichen? Ja, hier unten sind ja wie beim, wie bei einem, bei einer Bank, ne? Okay. Sweet. So, und jetzt muss ich mir Klamotten holen. Ist mein Wagen noch an? Nee. Das ist das Bike da hinten. So. Hi. So, das Erste, was ich machen muss, ist eigentlich einen ATM suchen. Ich glaube, bei der Polizei habe ich angesehen. Muss ich mal rüberfahren? Da, 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 da. Warte mal. Doch, nee, hier ist okay. Bin mal gespannt, wie die Leute das Ganze aufziehen werden oder aufnehmen werden, wenn das hier so ein bisschen läuft. Das wird jetzt ja natürlich ein bisschen Vorbereitung, also es ist ja schon vorbereitet, aber wie die Leute da Bock drauf haben.
So, was haben wir denn da? Schönes. Gut. Ich brauche 2000 reichen. Plackern sollte gehen. Ja. Awesome. Es kann sein, dass ich in der Vorschau gebuggt bin. Das heißt, ich muss kurz reloggen. Ah, besser. So, wir brauchen andere Looks, andere Grooves. Bisschen extravagant, ein bisschen fancy, aber gleichzeitig auch geschmackvoll. Anzugweste. Ja, ich glaube, ohne... Ah, das finde ich gut. Ja, ich glaube, 15. Ja. Okay. Ist ein bisschen weird, aber wir müssen auch das Unterteil noch aussuchen. Das sieht aus, als hätte ich in einem Zirkus gearbeitet. Hellblau. Ich nehme mal hellblau.
Mit den Münzen bin ich noch skeptisch, wie man verhindern, dass die einfach weiterverkauft werden. Du kannst sie doch weiterverkaufen. Wenn du deine 2 Münzen, die du hast, weiterverkaufen willst, für 500.000 Dollar, dann kannst du das machen. Hindert dich niemand. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Was ist denn jetzt mit Kreuzfeld? Oder wie oft soll ich sagen, dass scheiß Kreuzfeld ein Eventcharakter ist? Das mache ich seit 4 Tagen gefühlt. Scheiße. Ah, hier. Perfekt. In die Richtung geht es. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Also 44 finde ich gut. Ich mache erstmal 44 und gehe dann auf den. Mit einer Anzughose in Grau. Beautiful. Dazu noch eine Krawatte. Haben wir eine Fliege? In hellblau. Wundervoll. Dazu eine Variante Lackschuh. In einem dunkelbraun. Oder in einem Creme. Hellbeige könnte auch gut sein. Uff. My boy. Das sieht ja schon sehr wundervoll aus. Aber wir gucken nochmal. Classic Beige. Nee, ich fand die andere Braun-Beige-Kombination besser. Ja.